Das Kampfsystem und ich. Wir sind uns noch nicht einig. Aber das war schon mal ganz gut. Fleisch dabei haben. Nope. Schlafsack. Bis zum nächsten Morgen, Mittag, Abend. Nächster Morgen klingt gut. Pfeile habe ich noch nicht viel. Ne, komm. What? Mann. Ich frage mich langsam echt, was ich machen soll, damit ich ein bisschen stärker werde. Ich will gar nicht mit denen kämpfen. Look!
Oh, Scheiße. Staubsaugerroboter. Okay, da wollen wir anscheinend mal nicht hin. Warten wir uns einmal zurück. Jetzt haben wir den Punkt. Soll es denn jetzt weitergehen? Erklär mir ein paar Dinge. Wie weit reichen deine Informationen über den Norden? Kaum weiter als in die ersten Grenzgebiete vom Hochland Abessa da oben. Wir Berserker sind gut beraten, wenn wir uns nicht zu weit bis ins Eisland vorwagen, wenn du mich fragst. Kaum jemand, der den Eispalast der Alps je gesehen hat, ist lebend von dort zurückgekehrt. Du kennst jemanden, der schon bis zum Eispalast der Alps vorgedrungen ist? Du solltest dich besser nicht für solche gefährlichen Dinge interessieren. Ich denke, es ist besser für unser beider Gesundheit, wenn wir jetzt das Thema wechseln, okay? Die Geschichte der Berserker interessiert mich. Gut. Unsere Geschichte? Tja, ich habe nicht genügend Bier, Intus, um dir alles aufs Brot zu schmieren. Was du wissen solltest, ist, dass die Gründer unserer Gemeinschaft einfache Leute waren. Leute, die wussten, dass man in die Hände spucken muss, um zu überleben. Maschinen hatten sie nicht. Und diese Erkenntnis zieht sich bis heute durch. So. Ich kriege schon einen trockenen Hals vom Quatschen. Wenn du mehr wissen willst, sieh dich nach ein paar Büchern um. Außer du kannst nicht lesen, aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Edan ist anders als der Rest der Welt. Du sprichst ein Thema an, das mich mit Stolz erfüllt. Ich selber habe die Landesgrenze zwar nie verlassen, aber es muss schlimm da draußen aussehen. Wir aber konnten mit Hilfe unserer Weltenherzen den Boden wieder fruchtbar machen. Was du in Edan siehst, ist das Ergebnis jahrzehntelanger harter Arbeit. Selbst einige Pfade mussten wir von Hand anlegen. Kein Vergleich zu der Zeit, als der Meteor einschlug. Zumindest erzählt man sich das. Okay. So, wo ist denn der andere Wutz? Ich bin da, der ist da vorne um die Ecke. So, bevor wir jetzt irgendeinen Blödsinn machen. Genau. Du hast also draußen etwas gefunden, was du jetzt... Warum auf Technik verzichten? Das ist rückständig. Du denkst also, unser Leben hier ist rückständig. Dann lass mich dich vom Gegenteil überzeugen. Soweit wir wissen, sind in nahezu allen modernen Apparaturen größere Ansammlungen von Elex enthalten. Natürlich findest du es auch sonst überall. Aber der Elex-Anteil ist in eben diesen Gegenständen beachtlich. Das Elex selbst ist mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn es den Transformationsprozess durchlaufen hat, ist es uns möglich, mächtige Magie damit zu wirken. Und wer über diese Macht verfügt, braucht keine Technik. Nur durch Fortschritt kann man einen Krieg gewinnen. Nein,
nicht durch Fortschritt, sondern durch Taktik. Und wir setzen im Gegenzug zu den Alps nicht auf Elex. Wer sich zu lange dem Elex aussetzt, verliert alle Emotionen und denkt und handelt wie eine Maschine. Darum morden die Alps kaltblütig und geben nichts auf die Menschheit. Also, machen wir das einzig Richtige. Wir wandeln das Elex um und ziehen ein Leben vor, das frei von seinem Einfluss ist. Also ist eure Art zu leben als Schutz vor dem Elex zu verstehen? Jetzt hast du es verstanden. Nein, im Gegenteil. Mir kam eine richtige... Schlechte Laune? Ach, hör bloß auf. Manche Leute haben ganz klar ihre Aufgabe verfehlt. Jemand müsste diesen verbohrten Typen mal Verstand einhämmern. Wollen meine Splitter nicht, aber im Vorfeld behaupten, sie könnten alles beschaffen. Erzähl mir die ganze Geschichte. Nee, lass mal. Ich muss eh weiter. Mir ist da gerade eine Idee gekommen. Nichts für ungut. Bis später. Du hast doch sicher diese Energiewaffen. Wenn wir unsere Äxte dagegen austauschen, dann... Ah ja. Ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Technik. Wir können darauf verzichten. Triff mich in ein paar Stunden in der Taverne. Endlich jemand mit Vernunft. Bis nachher. Die Tscheche. Okay. Wie schauen wir damit aus? Wo müssen wir da hin? Ja, Alter. Ein bisschen weiter wäre es schon noch gegangen. Okay. Verdammte Technik. Okay. Wie sieht's aus, Flüchtling? Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Brauchst du meine Hilfe? Was hast du anzubieten? Wir können voneinander profitieren. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ein Mord ist hier geschehen und mir hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Und du willst, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe? Eine Hand wäscht die andere. Wer wurde ermordet? Sein Name war Askor. Er war ein Berserker. 3 Monate lang wurde er vermisst, bis Warlord Ragnar ihn im tiefen Wald vor Goliath fand. Vor etwa einer Woche war Ragnar auf einem seiner Kontrollgänge. Da sah er Askors Leiche, niedergestreckt mit einem Schwert. Kein schöner Anblick. Hast du schon einen Verdacht? Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur 5 Kandidaten in Frage. Er schrieb sie mir auf eine Liste. Keine Ahnung, warum gerade diese 5. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Okay.
Warum willst du unbedingt meine Hilfe? Du bist für sie ein Fremder. Dir werden sie zuhören. Was ist das denn für eine Logik? In Goliath traut im Moment niemand dem anderen. Darum fürchte ich, werden sie erst gar nicht mit mir reden. Du bist jemand von draußen. Ein neutraler Beobachter, wenn man so will. Dir werden sie die Wahrheit sagen. Ist das der Grund, warum du mir bei der Observierungsstation in den Bergen geholfen hast? Weil du ohne mich diesen Fall nie gelöst bekommst. Kann schon sein. Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Pass auf, wir machen das so. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Wer sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger. Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald. Der zweite ist Torgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abessa auf. Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind dann auch Irdor und Rock. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt immer viel unterwegs. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Wie sieht deine Strategie aus? Nun, zuerst müsste man sie fragen, wo sie zur Tatzeit waren. Und dann? Keine Ahnung. Ich lass mir was einfallen. Da habe ich keinen Zweifel. Na super. Du kommst nicht mit? Ich kann hier gerade nicht weg. Die erste Befragung wirst du alleine machen müssen. Aber dann gehört mein Schwert ganz dir. Okay. Technik. Ha. Die sind hier irgendwo. Ah, Mann. Und wo ist der hin? Sowas hätte ich auch gerne. Tagebuch. Aha. Oh, wir klettern einfach über die Spießchen drüber. Als Tagebuch. Mal sehen. Hier steht etwas Interessantes. Es geht ihm immer schlechter. Die Krankheit, wenn es denn eine ist, frisst ihn langsam auf. Ich habe heute eine alte Krypta entdeckt. Sie wäre ein gutes Versteck für ihn. Morgen werde ich ihn dorthin bringen. Ich hoffe, uns sieht keiner. Hier endet der Tagebucheintrag. Er hat also eine Krypta entdeckt. Hier hast du nichts verloren. Ja, lauf nur, lauf. Tja, hier haben wir doch eine.